da ist er wieder, eure Katrin, mit einer weiteren Collector-Neuheit auf dem Review-Tisch. Hier haben wir den Excaliburosaurus, einem Meerestier. Ja, das Wort Saurus erinnert ja mehr an Dinosaurier, aber zu den Dinosauriern gehörte dieses Tier nicht. Und in meinem Unboxing hatte er eine fürchterlich verbogene Nase, aber kurz in heißes Wasser getaucht, richtete sich das Problem schon von ganz allein. Also wenn ihr einmal so ein Modell bekommt, das eine fürchterlich verbogene Flosse oder Nase oder was auch immer hat, taucht ihn einfach mal in heißes Wasser und das Problem löst sich in den meisten Fällen von selbst. Bevor ich euch das Figürchen selbst zeige, kommen hier die Fakten rund um das Tier, also der Excaliburosaurus, benannt nach Excalibur, dem mythischen Schwert aus der berühmten Artus-Saga. Und Sauros, das Griechische steht für Echse, ist eine Ichthyosaurus-Gattung, deren fossile Überreste ein unvollständiges Skelett 1984 in Schichten des frühen Unterjura von Somerset gefunden wurden. Das Fossil umfasst den Schädel, Vorderflossen und Schultergürtel, Wirbel und Rippen und befindet sich heute im Bristol City Museum and Art Gallery. Bisher ist nur eine einzige Art, und zwar Excaliburosaurus costini, bekannt. Der Name leitet sich von dem mythischen Schwert Excalibur ab. Und dieses Tier lebte vor 201 bis 190 Millionen Jahren. Excaliburosaurus hatte einen spindelförmigen, eine Länge von 5,4 bis 6,9 Metern erreichenden Körper. Der Oberkiefer war verlängert und ragte über den Unterkiefer hinaus. Ein Merkmal, das nur bei Rhinosaurus auftritt. Der Schädel hatte ohne Schnauze eine Länge von 78,5 cm, der Oberkiefer ist 60 cm lang. Abgesehen vom längeren Oberkiefer ähnelt der Schädel dem von Leptonectes tenuirostris. Die Zähne sind schlank und befinden sich auch auf dem freien Teil des Oberkiefers. Die Vorderflosse war halb so lang wie der Oberkiefer und damit kürzer als beim Eurinosaurus, dessen Vordergliedmaßen die Länge des Oberkiefers erreichten. Die Vorderflossen bestand aus drei Fingern. Einige Anzeichen sprechen für einen vierten. Der mittlere Finger hatte 12 Glieder. Excaliburosaurus war wahrscheinlich ein Vorgänger von Eurinosaurus. Zusammen mit Leptonectes und Eurinosaurus wird Excaliburosaurus in die Familie der Leptonectidae gestellt. Schauen wir uns dieses Modellchen nun aus der Nähe an. Also auch er strotzt nicht gerade mit extremer Größe. 13,5 cm lang und knapp 3 cm hoch ist dieses kleine Modell, das er in Schwarz gehalten ist, mit einem teils weißen Gesicht und weißer Unterseite. Die Haut von diesem Modellchen ist eher glatt gehalten, wie man hier sehr schön sieht. Auch dieses Modell ist relativ schnell gezeigt, eben weil es so klein ist. Hier kann man vielleicht so leicht die kleinen Zähnchen erkennen, die dieses Modellchen hier am Oberkiefer hat. Das ist die Unterseite. Dann die Rückenpartie mit der Rückenflosse hinten drauf, einer Fluke und den vier Flossenpaaren. Ein sehr schlichtes Modell, ein sehr einfaches Modell und trotzdem liebevoll gemacht. Auch dieses Modellchen hat hier ein schwarz glänzendes Auge erhalten. Es ist wirklich extrem schlicht gemacht. Nur hier im Hals zeigen sich so ein paar, ja, Fettröllchen würde ich es mal nennen, so ein paar Röllchen, die er da hat. Aber ansonsten weist dieses Modell nicht großartig Details auf. Die Übergänge zu den Flossen sind hier nochmal durch fleischige Hautfalten abgesetzt. Tja, und das wäre dieses Kerlchen einmal komplett von vorne. Sieht schon irgendwie lustig aus. So sehe ich dieses Modell einmal komplett von hinten aus. So einmal komplett von oben. Und so einmal komplett von unten. Tja, ihr Lieben, das war's vorerst zu den Collector-Neuheiten 2017. Was hier noch fehlt, ist der Kronosaurus, der ja auch schon auf dem Markt ist. Den bestelle ich mir aber erst dann, wenn auch die anderen Collector-Neuheiten erscheinen und das so etwa Mitte des Jahres sein. Dann kommt noch das Uintatherium, der Basilosaurus, der Dimorphodon und die Minibox mit den verschiedenen Meerestieren noch da drin. Und dann geht es weiter mit den Collector-Neuheiten dieses Jahr.
Ich klinge mich erstmal wieder aus, bedanke mich, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Und bis dann, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann und bye!